Im Fisch ist die Krise nicht. Hä? Echt nicht? Na, warum denn? Ja, warum? Ja, weil sie mich verprügelt sind. Was wollen wir? Eine freie Impfentscheidung. Freie Impfentscheidung. Freie Impfentscheidung. Ja, warum eigentlich? Warum denn? Hä? Ja, warum? Freie Impfentscheidung. Freie Impfentscheidung. Warum? Weil ist die Krise nicht. Nee. Warum denn eigentlich? Ja, warum? Ja, weil sie nicht vor Covid schützt. Lest mal nach, Statistiken und so. Ja. Impfpflicht löst die Krise nicht. Lauterbach muss weg, der redet doch nur Dreck. Der Lauterbach muss weg, warum? Ja, der redet doch nur Dreck. Der Lauterbach muss weg, sofort. Der redet doch nur Dreck. Also, wir sind wenige oder weniger als vor ein paar Wochen, aber verdammt seid ihr laut. Ist das? Ich saß vorhin hier und habe ich mir gedacht, ja, das sind sie doch. Das kann ja gar nicht sein, man kann sie doch gar nicht hören. Und dann bin ich davor hingelaufen und siehe da, was läuft da? Wie viele waren wir heute? 100? 150, 200 Leute. Aber ihr habt euch angehört wie 800, 900.000 Mann. Hammer! Und es ist euch bestimmt auch nochmal aufgefallen, die Cafés sind voll, die Eiscafés sind voll, die Leute amüsieren sich. Das würde ich gerne auch machen, das würdet ihr auch gerne machen. Aber was machen wir hier? Wir gehen vor unsere Rechte hier auf der Straße. Und was ernten wir? Habt ihr die Gesichter gesehen? Habt ihr mal? Ich wollte es immer wieder machen, ich wollte auch immer wieder an der Seite stehen und einfach mit dem Kopf schütteln. So, nee, nee. Was machen die denn da? Das will ich auch irgendwann mal machen. Aber Leute, daran merkt ihr es doch. Ihr seid im Prinzip, wie nennt man das? Ein Dorn in dem Fleisch von den Leuten. Indem ihr da läuft, zeigt ihr denen, dass da was nicht richtig läuft. Ihr bringt die Leute zum Nachdenken. Das heißt im Prinzip egal, ob wir 50 sind, 110.000 sind. Auch kleine Dörner tun weh. Und je kleiner, desto schwerer kriegt man die raus. Das kennt ihr. Ihr seid Hammer. Kai hat es vorhin ja schon gesagt, am Donnerstag berät das Bundesverfassungsgericht bzw. fällt seinen Beschluss zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Es war natürlich ein sehr guter Witz, dass das Bundesverfassungsgericht hier für uns entscheiden wird. Aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich nicht unvorbereitet sein. Und deswegen möchte ich euch heute sagen, auch wenn das Bundesverfassungsgericht zufällig am Donnerstag noch vor seiner Sitzung einen kompetenten Vorsitzenden mit moralischer Intuition finden sollte und einen Beschluss finden sollte, der unserer Verfassung gemäß ist und nicht einfach nur Duckmäusertum einer korrupten, autoritären Regierung ist, auch dann müssen wir weiter auf die Straße gehen. Es gibt im internationalen Recht derzeit zwei Entwicklungen. Seit März 2022 arbeitet die WHO an der Überarbeitung von den internationalen Gesundheitsvorschriften, zu Englisch International Health Regulations. Und es gibt Pandemieverträge, die verabschiedet werden sollen. Gucken wir uns zunächst einmal die Gesundheitsvorschriften an, die internationalen, die zum 28. Mai, also diesen Monat, auf der Hauptversammlung der WHO beschlossen werden sollen.
Diese internationalen Gesundheitsvorschriften gibt es bereits seit dem 19. Jahrhundert. Und die waren auch sinnvoll, denn damals hat man sie festgelegt, um schlimme Krankheiten wie Cholera, Lungenpest zu Menschen zu isolieren, damit der internationale Handel weiter stattfinden kann. Aber im Jahr 2005 wurden diese Vorschriften überarbeitet und wir haben dort die Grundlagen gelegt, auf dessen Basis nun die sinnlosen, übertriebenen Anordnungen oder Panikmacher der WHO zustande kamen. Diese Maßnahmen wurden 2005 von der WHO festgelegt und 2005 und 2013 dann in deutsches Recht implementiert. Die Änderungen 2005 umfassten, dass vorher der kleinstmögliche Eingriff, um Handel zu schützen, nun in Surveillance and Response. Das heißt also, statt vorher einfach nur zu sagen, okay, diese schlimmen Krankheiten kennen wir, die sind hoch ansteckend, da sieht man, wenn jemand so Lungenpest hat, der kotzt sich die Lunge aus, das erkennt man. Solche Menschen isolieren wir. Und stattdessen, dass man sowas macht, die bekannten Dinge festlegt und überwacht, hat man nun angefangen, permanent hysterisch neue Gefahren zu suchen und versuchen zu finden. Egal wie ansteckend die sein mögen, egal wie kleinlich, einfach schon mal präventiv in die Zukunft zu blicken. Man hat auch verpflichtet, dass die Länder Anlaufstellen für die Fragen der internationalen Gesundheitsvorschriften schaffen müssen. Für Deutschland ist das das gemeinsame Melde- und Lagerzentrum von Bund und Länder, welches natürlich ganz regierungsunabhängig dem Bundesministerium für Gesundheit unterstellt ist. Man hat angefangen, gesundheitliche Notlagen von internationaler Tragweite zu definieren. Das sind, Zitat, außergewöhnliche Ereignisse, die durch grenzüberschreitende Ausbreitung von Krankheit einer Gefahr für die öffentliche Gesundheit in anderen Staaten darstellt und zweitens möglicherweise eine abgestimmte internationale Reaktion erfordert. Man hat hier also bewusst eine Formulierung so schwammig aufgesetzt, dass man alles drunter fallen lassen kann. Außergewöhnliche Ereignisse. Also wenn in China statt ein Sack Reis zwei Säcke Reis umfallen, dann ist das auch schon ein außergewöhnliches Ereignis. Nach derzeitiger Maßgabe bestimmt der Generaldirektor der WHO ein Gremium, das sich aus Menschen zusammensetzt, die angebliche Experten sind, die einen Notfallausschuss bilden und die dann den Generaldirektor beraten. Dieser Notfallausschuss wurde zum Beispiel bei SARS-CoV-2 am 30. Januar des Jahres 2020 eingesetzt und ist bis heute in Kraft. Obwohl alle Staaten ihre Pandemiemaßnahmen zurückfahren, beenden und man beim besten Willen keine bedrohliche Lage mehr zu erkennen vermag, trotzdem ist dieses Gremium immer noch in Kraft. Was nun geschehen soll, ist, dass man hier das Ganze nochmal verschärft. Dazu haben unser großer Bruder, dem wir immer die Treue halten, die USA am 18. Januar des Jahres 2022 einen Vorschlag eingebracht. Und bereits am 26. Januar haben wir als gute Vasallen, die anderen EU-Staaten natürlich auch, die Schweiz auch, gesagt, ja Papa, das ist ein toller Vorschlag und haben die Unterstützung für den Vorschlag der USA natürlich erklärt. 8 Tage nur, bis man einen solchen Vorschlag unterstützt, weil ansonsten wäre man ja wahrscheinlich unsolidarisch. Diese Regeln, die jetzt die USA, also diese internationalen Gesundheitsvorschriften, solche Regeln, die treten in der Regel direkt in Kraft. Bisher kann ein Staat 24 Monate widersprechen und dann würden diese Regeln für diesen Staat nicht mehr gelten. Jetzt schlägt die USA vor, 24 Monate, das ist viel zu lang, das ist viel zu viel Freiheit, da können ja Wahlen stattfinden, da könnte die Bevölkerung ja eventuell eine neue Regierung wählen, die das dann widerruft. Wir reduzieren das auf 6 Monate. Das ist Demokratie nach USA. Und natürlich muss man auch in anderer Hinsicht viel, 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 viel schneller werden. Hat bisher der Generaldirektor noch mit dem Staat, in dem die Erkrankung ausbricht, sprechen müssen, danach einen Gesundheitsausschuss
einsetzen müssen, also dieses Gremium, das Internationale, das abwarten müssen, ob das Gremium auch, also das Gremium, das er ausgewählt hat, wo seine Leute drin sitzen, dass das ihm erstmal sagt, ja, okay, da ist wirklich eine Notlage. Das dauert auch alles viel zu lang. Jetzt kann der Generalsekretär, also eine Person, die keinerlei demokratische Legitimierung hat, direkt festlegen, okay, das ist eine Notlage internationaler Tragweite und er muss nur noch auf dieses Gesundheitsgremium, das er einsetzt, rückwirkend beratend zugreifen. Aber er kann schon mal direkt als einzelne Person das festlegen. Zusätzlich wird noch ein bisschen Primborium eingeführt, damit man noch sich smoother in die internationale Tragweite reinsteigern kann, fügt man noch regionale Tragweiten ein und Vorwarnstufen. Und damit man alles schön möglichst kompliziert gestaltet. Also, zusammenfassend bedeutet diese Änderungen in den internationalen Gesundheitsregeln, dass sie zukünftig schneller vorangetrieben werden. Das heißt, man macht jetzt nicht mal alle 10 Jahre was Neues, sondern man macht jetzt regelmäßig alle paar Jahre etwas Neues und die Widerspruchsfristen sind deutlich kürzer und man kann wesentlich schneller Notlagen ausrufen. Aber es geht noch weiter. Nach dem Vorsitzenden Richter außer Dienst und Träger des Bundesverdienstkreuzes Dr. Manfred Kölsch kann die gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite der WHO künftig auch auf das Erreichen der 1,5-Grad-Marke der UNO angewandt werden und damit riesig Tür und Tor aufmachen, dass hier auch noch weiter von einer nicht demokratisch legitimierten Institution die Souveränität der demokratisch gewählten Regierungen in den Staaten oder der Parlamente beziehungsweise in den Staaten eingeschränkt wird. Und wir haben das schon mal erlebt. Das Bundesverfassungsgerichtsbeschluss ging genau in diese Richtung. Das heißt, es ist wichtig und es geht weit über die Frage der einrichtungsbezogenen Impfung hinaus, dass wir auf der Straße bleiben. Zusätzlich, das ist nur ein Teil, gibt es daneben, also das stellt ja quasi bisher die gesundheitlichen Regelwerke, da gibt es keine Sanktionsmechanismen. Das heißt, wenn ein Staat oder Einzelregierung, also wenn zum Beispiel Schweden sagt, da habe ich keinen Bock drauf, im Land, was Sachen im Land angeht, also jetzt nicht Ausreise oder sowas, da müssen sie sich dran halten, aber im Land kann ein Staat prinzipiell momentan noch machen, was er möchte. Durch die Pandemieverträge sollen nun Sanktionswerkzeuge geschaffen werden, mit der man lokale Gebietskörperschaften oder Regierungen sanktionieren kann, wenn sie nicht die Regeln der WHO 1:1 umsetzen. Das bedeutet eine Entsouveränisierung und die Diktatur der WHO über die Einzelstaaten. Es wird also hier beraten, wie man zukünftig noch krasser, noch doller, noch härter vorgehen kann. Aber hat die WHO sich überhaupt schon mal überlegt, ob die Maßnahmen überhaupt sinnvoll waren? Ja, das hat sie natürlich. Bereits im Mai 2021 gab es ein Revisionskomitee der WHO, das zu einer Entscheidung gekommen ist. Und jetzt ratet mal, wer diesem Revisionskomitee der WHO vorgesessen hat. Ah, fast so schlimm. Die zweitschlimmste Variante, es war nicht Drosten, es war der gute Lothar Wieler, hat der WHO vorgesessen, um die Maßnahmen der Pandemiebekämpfung zu evaluieren. Und der Lothar, ja, der Lothar, was fand der wohl? Der sagte natürlich, war mal alles super, aber wir brauchen mehr. Mehr Zentralismus, mehr Compliance, mehr Empowerment, Frühwarnsysteme, mehr Rechte für die WHO, globale Abkommen, dass alle gleich reagieren, Data Mining, die totale Überwachung, wir müssen Daten von Smartphones auch auswerten, Smartwatches, wir müssen permanent über die gesamte Bevölkerung wissen, wie der psychische und physische Gesundheitszustand ist. Das sind die Maßnahmen. Es wird nicht evaluiert, ob die Maßnahmen etwas gebracht hat. Nein, es wird vorausgesetzt, die Maßnahmen wirken und es wird beschlossen, mehr zu machen. Das ist religiös, das ist fanatisch, das hat nichts mit evidenzbasierter Politik zu tun. Applaus
Aber die WHO denkt natürlich auch an uns alle, die wir hier stehen. Bürger, die verwirrt oder unentschlossen bezüglich der Impfung sind, sollen natürlich festgestellt werden und natürlich auch überwacht werden, dass ihr schlimmer Einfluss, ihre schlimme geistige Krankheit nicht weitergegeben werden kann. Es soll in diesem Rahmen auch die Community Acceptance überwacht werden. Also das bedeutet ganz konkret, wenn man sich anguckt, ein Land wie Deutschland, da haben wir eine sehr hohe Zuverlässigkeit normalerweise, was Gesetzeskonformität angeht. Aber wir haben ja auch Länder, die das nicht so eng haben. Zum Beispiel Polen kann genauso strenge Maßnahmen haben, offiziell, wie Deutschland. Aber die Leute gehen dort deutlich entspannter mit um. Jetzt soll eben auch das überwacht werden, wie hart die Regeln tatsächlich überhaupt umgesetzt werden, um dann da auch gegensteuern zu kommen. Das heißt, die WHO mischt sich hier auch in die kulturellen Eigenschaften der Länder ein, wie diese mit Gesetzen und Maßnahmen umgehen und will hier auch wirklich erreichen, dass selbst wenn es noch Staaten gibt, wo man Gesetze nicht so ganz befolgen kann, dass man auch dort nicht mehr vor den Zugriffen der WHO sicher sein wird. Das ist die totale Allmachtsfantasie der WHO und des Lothar Wielers. Auch hat die WHO beschlossen, dass die Covid-Pandemie immer noch ein außergewöhnliches Ereignis sei. Also ich weiß ja nicht, was für die WHO außergewöhnliche Ereignisse sind. Man kann das ja vielleicht am Anfang des Aufkommens einer neuen Krankheit mit geringer Herdenimmunität oder vermeintlich geringer Herdenimmunität noch rechtfertigen. Aber nach 2 Jahren, wo man nicht mal weiß, wie jetzt eigentlich die Immunität der Bevölkerung genau aussieht, es sind ja eigentlich die meisten mittlerweile infiziert gewesen, die Impfung hilft ja auch angeblich, ist diese Erkrankung Covid-19 für die WHO, wo es eine breite Herdenimmunität der Bevölkerung zu geben scheint, also immer noch ein außergewöhnliches Ereignis. Und da sieht man auch, die WHO hat sich komplett vom wissenschaftlichen Diskurs entfernt, komplett der rationalen Logik abgewandt, komplett von der Aufklärung abgewandt und verfolgt nur fanatische, autoritäre Ziele. Deswegen bedanke ich mich bei euch allen, die ihr weiter auf die Straße geht, die ihr weiter dafür kämpft, dass wir die Errungenschaften der freiheitlich-demokratischen Demokratie beibehalten und dass wir wieder zur Verfassungstreue in diesem und in allen Ländern dieser Erde zurückkehren. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, ich schließe mich Siamak und Achim an. Ich bedanke mich natürlich auch. Ich finde es wirklich beeindruckend, wie wir jetzt wieder durch die Stadt gelaufen sind. Ich weiß gar nicht, ob es das 19., das 20., das 21. Mal war. Ich habe jetzt irgendwie den... das 20. Hervorragend. Ich habe den Überblick verloren. Was ich so unglaublich beeindruckend finde, ist auch die Kontinuität. Ich glaube, kaum jemand in der Weststadt hätte damit gerechnet, dass wir sogar Ende Mai noch hier sind. Und wir halten durch, während diejenigen, die uns sich entgegengestellt haben, schon längst aufgegeben haben. Wir halten weiter durch. Das war nur die erste Phase. Die werden wir jetzt mal würdig feiern. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr dabei seid. Ich bedanke mich insbesondere bei unseren Unterstützern, bei den fleißigen Bannerträgern, die wir immer haben, bei den tollen Ordnern, die das jetzt auch schon routinemäßig machen. Dass ihr alle so toll mitmacht, das ist ganz großartig. Natürlich bedanke ich mich auch bei der Polizei, die das auch ermöglicht, mit der wir auch ganz hervorragend zusammenarbeiten. Und deshalb... Und deshalb, um uns zu bedanken, haben wir uns für nächste Woche was Besonderes einfallen lassen. Ich dachte, nächste Woche wäre es 20. Dann ist es das 21. Mal und einige von euch haben es schon gelesen. Wir werden nächste Woche nach dem Aufzug hier ein kleines Picknick veranstalten. Wir werden ein bisschen was dabei haben, aber bringt gerne was mit, bringt eine Decke mit. Bleibt noch eine Weile, unterhaltet euch. Ich denke, das wird eine ganz schöne Feier werden.
Gut. Dann sehen wir uns alle nächste Woche. Kommt gut nach Hause. Ich beende die Veranstaltung.